Wir sind im Taunus unterwegs, genauer gesagt im Bad Schlangenbad. Wir fahren nämlich heute ins Taunus Wunderland, einem ganz tollen Freizeitpark hier im Taunus. So, hier geht's durch. Immer der Musik weiter folgen. So, jetzt sind wir am Eingang. So, wir sind drin. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Es ist bewölkt und eigentlich trocken angesagt. Schauen wir mal. Hey, hey, eine Lok, die man mit den Armen bewegen kann. Das ist ja auch eine coole Sache. Oh, ganz gefährlich. Im Fahrgeschäft muss man ordentlich trampeln, denn man fährt hier so eine Schiene entlang. Bestimmt ganz schön anstrengend. Dino reiten. So, lange du auch jetzt? Das geht die ganze Zeit. Und hier ist irgendwie eine Rutschenlandschaft im Bau. Und da ist die wilde Maus. Paddelboote zum selber paddeln an der Seite. Das ist auch klasse. So, hier gibt es eine Runde Paddelbötchen, wo man selber paddeln muss. Allerdings ist die Fahrrinne sehr eng. Es ist gar nicht so einfach. Die wilde Maus. Die fahre ich jetzt mal, aber da muss man anstehen. Der Film ist leider vorbei. Eine Wildwasserbahn gibt es hier auch. Wunderbar. Wir fahren jetzt hier so eine Autobahn. Wahrscheinlich mit langsam fahrenden Autos. So, hier geht's los. So, wir sitzen jetzt in diesen Autoschen und fahren hier die Bahn entlang. Ich glaube, hier gibt es auch eine Tunnelfahrt. Ich bin gespannt. Da vorne ist die wilde Maus. Jo, jetzt sind wir im Tunnel. Aber das ist ein kurzer Tunnel. Hier ist ja schon wieder der Ausgang. Eine Bisonbahn. Guck mal, finde ich, ist gar nicht schnell. Guck. Tiere gibt es hier auch. Kleine Zicklein, süß. Ups. Und nebendran ein kleines Karussell. Und hier ist auch ein Streichelzoo. Das sieht ja komisch geschoren aus. Und direkt oben drüber, über dem Streichelzoo, da ist die Wildwasserbahn. Achtung, da kommt jetzt gerade ein Bötchen runter. Juhu! Und hier, hallo Schäfchen, na? Hallo! Ich habe leider nichts zu essen für dich. Hier gibt es auch so eine Muckelchenbahn, wie sie genannt wird. Man geht einfach rein, wartet 30 Sekunden und dann fährt das Ding los. Guck mal, hier musst du rein. Ja, Goldminenresort. So schön hier gemacht. Und die Kinder können echt hier so viel entdecken und laufen und klettern. Ganz, ganz toll. So, hier geht's zur Eisenbahn. Ein Westerndorf. Und da fährt die Eisenbahn. Einfach wunderbar, so schön im Wald gelegen, der Park. Schöner Spielplatz hier. Das Häuschen. Das Tolle ist, da drin, die sind ausgestattet mit Waage, mit einer Kasse. Da können die Kinder schön spielen. Top. Na, verkauft ihr was? Ja. Das ist eine Waffel mit dem Teller. Hier gibt es überall so kleine Bütchen, wo man was kaufen kann, essen und trinken oder Eis. Hier gibt es die Waffeln und auch Kuchen. Und hier kann man Edelsteine schlürfen.
Schürfen, nicht schürfen. Da ist so eine Waffel. Ich muss echt zugeben, es ist so kalt heute. Die Leute haben alle Jacken an. Es ist wirklich, wir haben noch nicht mal 20 Grad. Ich glaube, so 15 Grad müsste es. Gegen Mittag ist es ziemlich voll hier, aber es verläuft sich dennoch ganz gut in diesem Park. Überall natürlich Kinder. Aber jetzt gibt es noch eine Zuckerwatte. Na, jetzt aber. Was sagt man? Hier nochmal, der Friedvoll Tower vom Taunus Wunderland. Das Fiese ist, dieser Turm, der neigt sich auch zur Seite. Wenn die Leute da runter stürzen. Und hier muss man sich aus eigener Muskelkraft hochziehen. Und Trampoline gibt es hier auch. Das ist immer ziemlich gut gefüllt. Kuchen, Theater gibt es auch. Die Prinzessin, sie kommt ja gleich hier vorbei. Sehr schön war's. Wir wünschen euch noch eine super schöne Woche und bis zum nächsten Video. Macht's gut! Oh,